Früher hat man sich das Gedächtnis in etwa so vorgestellt. Eine Schublade im Gehirn. Alles, was man lernt und erlebt, wird dort verstaut und bei Bedarf wieder hervorgekramt. Aber das eine Gedächtnis gibt es nicht. Das Gedächtnis besteht aus vielen unterschiedlichen Systemen. Das Kurzzeitgedächtnis ist die Eingangspforte für all unsere Erinnerungen. In ihm werden Informationen einige Sekunden bis wenige Minuten gespeichert. Alles, was wir länger erinnern, muss eine entscheidende Schaltstelle im Gehirn passieren, den Hippocampus. Hier werden die Informationen gefiltert, bewertet und mit bereits gespeicherten Erinnerungen verglichen. Sind die neuen Informationen wichtig genug, kommen sie ins Langzeitgedächtnis in der Großhirnrinde. Das Langzeitgedächtnis speichert verschiedene Arten von Erinnerungen in unterschiedlichen Systemen. Erinnerungen an erlernte Abläufe im sogenannten prozeduralen Gedächtnis. Dieser Teil des Langzeitgedächtnisses speichert vor allem Bewegungsabläufe, zum Beispiel Radfahren. Einmal gelernt, vergessen wir solche Abläufe in der Regel nie wieder. Das prozedurale Gedächtnis funktioniert komplett unbewusst und praktisch vollautomatisch. Vor allem im Kleinhirn werden diese erlernten Handlungsabläufe gespeichert. Ein weiterer Speicher des Langzeitgedächtnisses ist das sogenannte perzeptuelle Gedächtnis. Alles, was wir einmal als Regel oder Muster erkannt haben, wird hier gespeichert. Zum Beispiel, Hund unterscheidet sich von Katze oder eine Landschaft im Sommer von der im Winter. In den Regionen der Großhirnrinde sind solche elementaren Muster eingespeichert. Einen anderen Teil des Gedächtnisses beladen wir mit Faktenwissen. Zum Beispiel, dass Peking die Hauptstadt von China ist oder Einstein der Begründer der Relativitätstheorie. Dieses bewusst gelernte Wissen wird vor allem in der linken Hirnhälfte verarbeitet, da wo auch die wichtigsten Sprachzentren sitzen. Und dann gibt es noch das sogenannte autobiografische Gedächtnis. Es speichert unsere persönlichen Erlebnisse und Erinnerungen. Zum Beispiel die Erinnerung an den ersten Schultag, den ersten Kuss oder auch weniger angenehme Ereignisse. Erinnerungen an Situationen, die uns emotional etwas bedeuten, bleiben hier besonders haften. Dieses Gedächtnissystem ist besonders komplex. Mehrere Hirnareale arbeiten hier synchron. Unser Gedächtnis besteht also aus unterschiedlichen Systemen. Wir haben nicht ein Gedächtnis, sondern viele.